Wirkt Homöopathie? Kann ein Arzneimittel wirken, wenn sein Wirkstoff so stark verdünnt ist, dass er molekular nicht mehr nachweisbar ist? Ja, kann es. Dies zeigen zahlreiche Studien an Mensch und Tier. Es gibt aber auch Grundlagenforschung an Pflanzen, wie zum Beispiel das Wasserlinsenexperiment. Gerade Pflanzen sind für die Grundlagenforschung interessant, da bei ihnen ein Placebo-Effekt ausgeschlossen werden kann. Da insbesondere Wasserlinsen sehr empfindlich auf geringste Verunreinigungen des Wassers reagieren, nutzen Wissenschaftler diese, um die Wirksamkeit von homöopathischen Arzneimitteln zu untersuchen. Für dieses Experiment werden zunächst gesunde Wasserlinsen genommen und mit Arsen vergiftet. Im nächsten Schritt werden die Wasserlinsen nach der Vergiftung aufgeteilt. Immer drei werden in ein Becherglas mit Wasser gegeben. Danach werden zwei Versuchsgruppen gebildet. Die eine Gruppe wird mit homöopathisch aufbereitetem Arsen behandelt. Bei der anderen Gruppe wird einfach nur Wasser in das Becherglas gegeben. Der Experimentator weiß nicht, welche Probe er mit Homöopathie und welche er nur mit Wasser behandelt. Dies wurde vorher unkenntlich gemacht und verschlüsselt. Nun dürfen alle Proben in einer gleichmäßig beleuchteten Wachstumskammer wachsen. Nach bestimmten Zeitabständen werden alle Proben mit einer Spezialkamera abfotografiert. Auf den Fotos wird nun das Ergebnis sichtbar. Die Wasserlinsen, die homöopathisch behandelt wurden, erholten sich schneller als die, die nur mit Wasser behandelt wurden. Dieses Experiment wurde bereits mehrfach wiederholt, mit demselben Ergebnis. Das zeigt, Homöopathie wirkt, ganz natürlich. Und das nicht nur bei Wasserlinsen, sondern auch bei Mensch und Tier.